Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir waren gerade noch in Sebnick zum Ablegen und da hat uns ein Kurier besucht. Der hatte den Brief eines Freundes dabei. Und zwar hat uns der Freund mitgeteilt, wo ein Drachenwort zu finden ist, nämlich im Volkskügel. Genau. Volkskügel. Also, genau. Sehr schön, ist immer gut. Okay, jetzt gehen wir mal hier rein, haben wir gesagt, wenn wir schon mal hier sind, können wir da auch rein. Ups, was sind da? Aha. Ich glaub nur, wir sind die Freunde. Gut, ein bisschen Gold können wir ja mal schürfen. Ah, Pepe kämpft schon wieder gegen eine Fliege. Sie will unbedingt ausquartiert sein. Dann gehen wir mal rein. Dann werden wir die Hülle mal heimsuchen. Ja. Erstmal gucken, was hier oben drauf ist. Aber sieht irgendwie nicht so Fässer. Richtig appetitlich aus. Nee, hier oben sind nur Fässer. Hier liegt schon die letzte Leiche. Ja. Ja, die hatten nicht sehr viel Glück, die Leute. Das wollten sie, haben sie da mal gewohnt und wurden dann abgemobbt. Und noch eine Leiche, ja, also aber da haben sie kann man ordentlich wieder nicht angucken. Ja. Na gut, dann gehen wir mal rein. Sorgen wir mal dafür, dass wir nicht zu einer Leiche werden, ha? Das wäre ungesund. Ja, als wir zurückgesprungen sind zu Dunkelschatten, haben wir festgestellt, dass wir schon wieder durch ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Mal sehen, wie wir da hinkommen. Oh, man muss sich angucken, was rechts und links ist. Ja. Naja, wenn sie so groß zu sein scheinen, also hier so, wir wissen, dass da irgendwie ein Quest dahinter ist und so, dann gehen wir da nicht rein, aber das ist einfach mal eine kleine Höhle, habe ich den Eindruck. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwas besonders wäre. Latschus. Ja, das hast du gut hingekriegt. Hier haben wir irgendwelche Leute gewohnt. Vielleicht waren es die, die da draußen waren. Und das sehen ja nicht gerade so toll so aus. Gut aber aus, ne? Schwer. Schwer. Was haben wir denn mit denen gemacht? Aber das sieht gar nicht, die Trolls machen solche Sachen nämlich. Großen dicken Schätze. Oh, sind wir wieder ein Jüngchen. Nicht zu fassen. Wirklich. Ist das ein Haus gewesen oder was? Ja, offensichtlich. Da haben wir hier gewohnt. Ja. Da haben die Tolle aber nicht mehr viel übrig gelassen. Schau mal, ne? Hübsch irgendwie wahrscheinlich. Ja. Als würde hier irgendwer oder irgendwas rumkratzen. Gut, ist der Troll. Meinst du, wie sie noch das Fell abziehen? Nein. Nee, nicht das Fell abziehen, sondern das Fett ab. Absaugen. Ist mir schon klar. Das
glitzernde Gold erfunden. Aber die Heugabe kannst du nicht nehmen. Die kann ich nicht. Aber die wirst du jetzt nicht. Ja. Ah, ja. Soll ich mit der Heugabe? Was ist denn da? Schau. Schau. Du kannst mich ja richtig erschrecken. Und mich auch. Ja. Mann. Der ist doch sowieso immer noch ein Mehlsack im Sack. Nein, nicht ja. Immer. Manchmal wird auch Kartoffeln das drin. Ich auch nicht. Oh, es klingt nach Troll. Oder? Irgendwo. Frage ist wo. Aber es klingt so, oder? Ja. Ja. Nein. Tja. Ja, mein lieber Freund. Wir haben keine Lust, so zu enden, wie die Leute hier gelebt haben. Nee. Ah, die kann man wenigstens wieder abbauen. Ah, sehr nett. Blättertroll hat sich gleich da hingelegt. Ich oh ja, nicht stimmt. Übersehen. Naja, ich glaube nicht, dass ein Troll sich viel aus Gold macht. Oh. Aber er hat auf jeden Fall einen Amethystring gegessen. Oh. In diesem Spiel werden die Trolle so dargestellt, fast so wie Affen. Die Menschenaffen irgendwie. Mhm. Alle sind mit zwei Augen. Ja. Das ist noch immer schon wieder rundum. Ist alles. Mehr war da oder? Nicht. Nee. Also hier kommt der Rückweg dann, oder was ist das hier? Na, ist auch ein Troll. Da geht's noch weiter. Na, also wirklich. Das sind mir die richtigen Leute. Ja, es hat erstmal so ausgesehen, wie da, wo wir hergekommen sind. Sehen wir oft aus, diese Höhlen. Gut. Guter Schuss. Ja, lob dich mal selbst, aber ich lob dich auch. Genau. Aha. Warum riecht's hier so? Ich kann das am Eigenlob liegen? Meinst du Eigenlob still? Niemals. Na, hast du auch Edelsteine gefressen? Nee. Schade. Muss ja nur einer sein, oder? Ja. Hier oben rund. Dann gehen wir doch mal hoch. Können wir machen. Können wir runterkommen. Ich meine, wenn ja nicht so Trolle wären, dann wäre es wirklich ganz schön. Kann dann schon verstehen, warum Leute sich das ausgesucht haben. Ach. Hm? Was denn? Ach, hier nochmal ein kleines Zimmer. Das können wir uns ja auch angucken. Eine kaputte Ziege. Ja. Guck mal doch, was sie dabei hat. Ein Horn? Horn können wir brauchen. Ein Feld können wir brauchen. Da wir nicht kochen, können wir ihr beide kochen. Nee. Was haben wir denn hier? Das ist wohl die Vorratskammer.
Wer weiß. Ich komme auf die Idee. Aber es kann sein. Ah, sieht die schrecklich aus. Ja. Ich wusste, dass du nicht widerstehen kannst. Nee, kann ich nicht. Ich hab's versucht. Du hast schon ganz zittrige Hände, stimmt's? Ja. Kommen wir denn jetzt hier hin wieder raus? Ja. Oder woanders ja. Raus, oder? Hier unten ist noch einer. Ich würde gerade zu seinem Schlafsack gehen. Nee, müssen wir ja noch immer wieder runter. Hm. Mann, schon hübsch. Hm. Ist auf jeden Fall nicht hässlich hier. Aber das Blut, das viele vergossene Blut hier, das ist natürlich nicht gerade so. Super toll. Ist das Gold, was da glänzt? Das sieht fast so aus. Schaukerfleisch. Mhm. Kennen wir schon. Nehmen wir trotzdem mit. Ja, das Gold würden wir natürlich mitnehmen. Klar. Man lässt doch kein Gold liegen. Ja, was sie kriegen können. Es kann auch sein, dass die im Grunde gar nicht die diese harmlosen Leute von den Banditen abgemurkst wurden. Weil so wie das aussieht, sind das weniger die Trolls gewesen hier da, die wir ja so haben liegen lassen, die weiß ich schon so gefoltert haben oder irgendwas. Das waren bestimmt eher die Banditen. Ja, okay. Beinahe übersehen. Ja. Links vom Wasser kann ja, gucken musst du schon genau. Ja. Das hat sich allein schon gelohnt wegen des Goldes, aber. Da ist noch ein, jetzt noch gehört. Bitte. Ja. Tja. Jetzt entvölkern wir die ganze Höhle. Und dann gehen wir wieder weg und sagen, ciao. Voller ist nicht. Nein, du hast ja recht. Hört sich ja mal. Das war ein Gemüsefresser, würde ich sagen. Das ist nach. Tja, oh, ein kleines Geweih. Das kann man diesmal. Tja.
Vielleicht gar nicht. Eigentlich brauchen wir große. Ja. Egal, wollen wir es nicht. Großartig. Tja, schreitste Massengrab hier. Ja. Oh Mann. Sieh mal, wann bin ich rassistisch? Nee. Ja, wenn ich genommen, was sie kriegen können. Ja, wählerisch waren sie nicht. Nee. Ah, oh, da ist eine Tee. Sieht die auch schön. Guck mal hier, der Troll sieht aber auch nicht gut aus. Es waren nicht wir. Wer weiß, wer den wieder umgebracht hat. Troll, oder warst du das? Nee. Den habe ich doch erschossen. Und warum sieht der so komisch aus? Hier, das ist doch mal ein Pfeil. Aber der sieht der nicht mehr her. Aber der sieht komisch aus, oder? Sitzt der? Na, so rosa. Sogar kein Fell davon. Ja. Ist ein Alter. Ja, das ist ein Alter. Und der ist räudig. Du meinst der räudige alte Troll oder wie? Ja, eigentlich so. Und wo hat er mir schon nicht leid getan? Weil er so getötet. Naja. Naja, er hätte versucht, dich umzubringen. Das ist schon mal klar. So, jetzt hier noch mehr von denen gibt, ja. Ich weiß es nicht. Das werden wir wohl herausfinden müssen. In der Säcke rum oder was? Ah ja, da waren wir ja viel schon. Nee, sieht so gleich aus irgendwo. Ja, ja. Weil wieder so komische aufgespießte Leichen. Kein Mensch kann mir sagen, dass die Trolle die aufgespießt haben. Das glaube ich nicht. Fehlt denn noch in unserer Raupensammlung? So, und jetzt sind wir wieder beim Haus. Ja, da kannst du nochmal genau gucken. Das war ein schöner Haus. Ob du hier irgendwas übersehen hast vielleicht. Ich meine, beim Haus haben wir nicht genau geguckt, oder? Da haben wir ja schon mal irgendwo so eine Schatzkarte gefunden, bei so einem anderen Haus. Aber hier scheint nicht so viel zu sein. Warte mal. Was ist denn unter dem Brett? Nee, da ist auch nichts, oder? Ah, gut. Da ist ein Buch auf dem Tisch, oder was liegt da? Nee, da liegt ein Buch auf dem Tisch. Hm? Ah, nee, ich kann so schlecht sehen. Nee, ist die Schatulle. Nee, da ist nichts. Dann gehen wir mal. Hier liegen nur ein paar kaputte Stühle. Hier oben sind ein kaputter Balken. Na gut, was soll's, gehen wir. Von oben. Oh, okay. Ja. Auf das Schlachtfeld. Naja, muss ich sein. Nee, Schaufel. Die Schaufel. Ja, vorhin schon gesehen. Sind wir schon drauf reingefallen. Wir haben okay. Alles klar. Alles klar. Der Eisenzweihänder und dann gibt's da noch. Andere okay, gehen wir mal wieder raus. Mehr. Das ist hier nicht mehr. Fellrüstung. Fellrüstung. Die hat wohl nicht geschmeckt. Wer weiß. Gut. Das war dieses. Ein paar Trolle getötet und das war's. Müssen wir mal gerade gucken, wie wir jetzt hier... Weil immerhin war mal drin, ich kann die abfahren. Ja, schon mal. Erstmal gucken, wo wir jetzt da hinkommen, wie wir da überhaupt hinkommen auf diese andere. Wir müssen hier in diese Richtung. Ja. Könntest du mal auf die Karte gucken? Gucken wir mal. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall... Berg jetzt schon. Ja. Das ist klar.
dann gucken wir mal, ob hier was unter dem Wasserfall ist. Was da hier überhaupt im Wasserfall kommt. Da können wir sowieso nur auf der anderen Seite in den Fels rumgehen. Ah. Fische? Halt, hier geblieben. Die Strömung ist hier ziemlich stark. Ja, die ist so stark, die schwemmt die hier. Aha. Na, dann gehen wir mal auf das. Deswegen, wir müssen jetzt sowieso dann den Schluss machen, weil die ist jetzt vorbei, die Folge. Na dann. Genau. Willst du noch einen armen kleinen Fuchs erschrecken? Schön. Kommt nur her. Wir haben euch zwar alle eingesetzt, es gibt auch kein fließendes Wasser so wie hier. Aber wir werden doch unsere eigenen Fische nicht fangen. Also wirklich. Okay. Ja. Also. Dann bis zum nächsten Mal, ja. Ciao. Tschüss.